Sag einmal, du bist so gut. So gut. Amen. Dankeschön. Wisst ihr, was mir am meisten fehlen würde, wenn ich nicht mehr kommen würde? Ist, wenn ihr anbetet. Wenn ihr singt. Und du stehst da vorne und du diese Welle der Anbeter, diese Welle der Leute, wie Gott anbetend rüberkommt, das ist etwas von das Stärkste, was ich kenne. Ich finde immer, wenn wir so eine Konferenz haben, es kommen Leute und die vom Herzen haben, anbeten, ihre Lieder singen. Und für mich ist es das eines von den stärksten Momente, was ich erlebe, immer. Nicht, wenn ich diene, sondern wenn die Gemeinde anbetet. Und manchmal habe ich den Eindruck, in viele Gemeinden kommt man hin und dann ist es ein super christlicher Konzert. Und in manche Gemeinde habe ich ehrlich gesagt schon Europax mitgenommen. Sonst hätte ich während der Predigt gar nichts mehr gehört. Gut, ist vielleicht eine Generationssache, ich weiß es nicht. Aber im Himmel gibt es keine Technik, das weiß ich. Muss sich der Armin eine andere Arbeit suchen. Begrüßungsdienst für die Leute, die sterben, die hochkommen. Irgendwo, die Bibel sagt, oder Gott liebt Kinder, wisst ihr das? Und manchmal habe ich so den Eindruck, wenn der Heilige Geist da ist, dass viele Menschen wieder wie Kinder werden. Wenn das Leute wieder Gott anbeten und plötzlich sind sie nicht mehr der Herr so und so und Doktor so und so oder Professor so und so, sondern sie sind Anbeter, Kinder wie anbeten. Und irgendwo ist dann dieses Gefühl da, dass Kinder da sind, wir sind unter Kinder. Und alles, was wir haben, was wir zeigen können, was wir, wow, es ist alles weg. Und das ist so was, dieses Gefühl, wie ich liebe, ganz besonders heute Morgen, wenn man in diesem Raum ist, so spüren, dass ein Kinder wie versammelt ist in der Gegenwart Gottes. Und sie haben Hunger nach Gott und sie möchten mehr von Gott. Ich habe es gesagt, ich habe vom Herzen heute Morgen Abendmahl zu machen. Und ich möchte ganz besonders Abendmahl machen. Und wenn ihr mein T-Shirt anschaut, dann wisst ihr, was... Ich möchte ein Abendmahl für Israel machen, ganz besonders. Wisst ihr, wir haben öfters in unserer Gemeinde, in unserer Kirche, in unserer, wo wir hingehen, Abendmahl begrenzt. Kennt ihr das, Abendmahl begrenzen? Abendmahl begrenzen bedeutet, du kannst nur, so und so geht es und die Ältesten gehen Wort und lesen die besondere Bibelverse jedes Mal mit demselben Ton und da müssen alle ehrfürchtig sein, obwohl Gott gar nicht mehr da ist, aber sie müssen dann so machen, wie er da wäre, wegen dem Abendmahl. Und das ist manchmal ein Eindruck da, wie Abendmahl da ist und es ist so eine Bedrückung, öfters da eine religiöse Bedrückung. Und das ist nicht Abendmahl. Abendmahl ist Freude. Abendmahl ist für mich, das Wichtigste vom Abendmahl ist Gemeinschaft mit Gott.
Aber es sind viele andere Komponenten drin. Und ich werde nachher darüber reden, über eine dieser Komponenten. Aber zuerst für Israel. Ich möchte davor kurz fassen. Gott hat einen Tag in seinem Herzen gehabt. Er möchte ein Volk haben für sich. Gott hat Menschen gemacht im Paradies, Adam und Eva, um Gemeinschaft zu haben mit Menschen. Und die Menschen haben gesündigt und haben keine Gemeinschaft mehr gehabt. Und dann haben sie die Menschen so verbreitet auf der Erde. Und dann ist es noch schlimmer geworden, haben sogar gefallene Engel Geschlechtsverkehr gehabt mit Frauen. Und da sind Kinder geboren, die halb dämonisch, halb menschlich sind. Und weißt du was? Das wird wieder mehr und mehr kommen. In dieser Zeit leben wir, wo das Okkulte, das Dämonische zuwidnehmen, alle Bereiche. Und ich habe Zeugnisse gehört von Männern, die sich bekehrt haben. Von einem Mann, der war Psychiater, der hat sich bekehrt. Und er sagt, er hat die Fähigkeit gehabt, im Geist Dämonen zu rufen oder Frauen zu rufen, wie sich materialisiert habe, und hat mit denen Geschlechtsverkehr gehabt. Und ich sage, das war eines der Beste, wie es gibt, kann man gar nicht vergleichen. Und ich glaube, der Teufel kann auch ganz stark Sexualität, unreine Sexualität benutzen, dieses Bereich reinzugehen. Und dann kam die Geschichte von Noah, wo Gott so enttäuscht war, dass er die Menschen gelöscht hat, außer Noah und seine Familie, und hat er wieder etwas ganz Neues gegründet. Und schon wieder haben die Götzendienst gemacht, schon wieder haben furchtbare Sachen gemacht. Und da war im Herzen Gottes eine Sehnsucht, ein Volk zu haben für ihn. Sein Volk, und wo er ein Land gibt für sein Volk. Und das war das Volk Israel. Und der Gründer von diesem Volk, der musste rausgehen, das war Abraham. Er ist rausgegangen, wie Gott ihn gerufen hat, geh raus von deinem Land, von deinem, ich werde dir ein Land geben. Und ein Volk ist entstanden, das Volk Israel. Und ich möchte sagen, es ist ein Herzensanliegen gewesen. Und das Volk Israel ist gesegnet worden von Gott. Die haben einen Bund gemacht mit Gott und sind gesegnet worden wie kein anderer Völker. Und Gott war mit ihnen wie mit keinem anderen Volk. Und sie haben Wunder und Wunder erlebt. Und trotzdem hat das Volk Israel immer wieder Götze angebetet. Untreu geworden, Gott verachtet, furchtbare Sache gemacht. Und Gott musste immer wieder sich zurückziehen. Und wenn Gott sich zurückzieht, wird sofort dieses Vakuum genommen von dämonischen Mächten. Könnt ihr immer sehen, auch vor Christen, wenn Gott sich zurückzieht, wenn du dich zurückziehst oder du extrem sündigst, dann zieht sich Gott zurück und dann kommen die dämonischen Mächte. Wenn Gott weggeht, kommen immer andere Götter. Es ist ein Prinzip, wie da ist. Und das Volk Israel ist noch hoch und tief gehabt. Bis heute. Und dann ist das Volk Israel fast 2000 Jahre in Exil gewesen. Bis vor 1900, wann ist die Gründung? 48, Achtung, vom Staat Israel, wo Gott wieder in seinem Volk ein Land gegeben hat und hat sie gerufen von der ganzen Erde. Und Jesaja hat schon gesagt, von überall, von allen Ländern werden die kommen und haben ein Land gemacht, sein Land. Und Israel ist ein kleines Land vergleichbar zu der Welt und seine Bevölkerung ist eine kleine Bevölkerung für die ganze Welt. Und jetzt leben wir in einer Zeit, wo die Minimum, die Hälfte der Menschen auf der Erde Israel hassen oder ablehnen. Ein kleines Land mit wenig Einwohnern, wie die Wüste angefangen hat. Die Hälfte der Welt, sogar Leute, die noch nichts wissen von Israel, schon Kinder. Ich habe gerade schon mal ein Interview gesehen von der Arche, von diesem Hilfswerk, die Arche in Berlin, wo der Leiter gesprochen hat, hat gesagt, weißt du, kleine Kinder von 6 Jahren, er hat ganz viel in seinem Werk, kleine arabische Kinder, gesagt, weißt du, die hassen schon Israel und möchte Juden töten. Das ist in denen eingeprägt worden vom Elternhaus und immer, es ist eine Kultur des Hasses, aber nicht lang die Palästinenser, sondern die ganze oder 99% der muslimischen Welt, der Rechtsradikale, also von den Neonazis, ganz rechts, und von der Linke, sind einfach gegen Israel und haben so anti-jüdisches Gedenken in sich drin. Ich stelle dir vor, hast du so ein kleines Land,
von Gott gerufen, von Gott geliebt, von Gott gesegnet. Und die Hälfte der Menschen, über die Hälfte der Menschen auf der Erde, hasse dieses Land. Kannst du dir das vorstellen, was das ein Gefühl ist, als Jude dort zu leben? Du bist nicht mehr irgendwo sicher in einem Land. Nicht mal in Deutschland oder in Frankreich oder nirgendwo sind die mehr sicher. Es traut sich kein Jude mehr rausgehen und seinen Stern zu tragen oder eine Kippa anzuhaben. Da ist eine Lebensgefahr auch in unseren Ländern drin. Stellst du dir vor, du bist ein Jude und du fühlst dich nicht mehr sicher in keinem Land und nicht mehr in Israel. Wahrscheinlich wird sich niemand von uns auch jetzt zur Zeit in Israel wohlfühlen. Und das ist das Volk Gottes, von Gott gerufen, von Gott geliebt. Man kann es sich gar nicht vorstellen. Es gibt so viele gläubige Menschen, wir wissen, dass Israel das Volk ist, wie Gott gerufen, wie Gott liebt, und sie hassen es. Warum hassen die so Israel? Im Grunde genommen ist nichts anderes, weil sie Gott hassen. Weißt du, wenn Menschen plötzlich dich ablehnen als Christ, sie lehnen nicht dich ab, sie lehnen diesen Gott ab. Weil sie diesen Gott nicht wollen. Und das machen sie, weil sie Gott nicht wollen oder weil sie religiöser Geist haben, aber es ist dasselbe. Aber kannst du dir mal vorstellen, du bist Jude, du bist endlich in dem gelobten Land, du kommst von Russland, du kommst von arabischen Ländern, du kommst von Europa und bist in dein gelobtes Land und hast ein Kibbutz gebaut, weil das ist der Boden von Gott ist. Und plötzlich bist du da und die Hälfte der Welt hasst dich. Ich weiß, die Deutschen sind unheimlich gern reisen, in den Urlaub gehen. Aber kannst du dir mal vorstellen, es wird da so etwas mit Deutschland passieren. Du kannst gar nicht mehr in Urlaub gehen, weil du bist in Gefahr. Und die Hälfte der Leute hassen dich, weil du Deutsch bist. Man kann sich so etwas gar nicht vorstellen. Und jetzt sind wir in dieser Zeit drin, wo dieses Land so gehasst wird. Und was schlimm ist, dass jedes Mal, wo Gott zugelassen hat, dass Menschen Israel so angreifen, weil Israel, möchte ich sagen, nicht zur Zeit im vollkommenen Wille Gottes ist, dass die Leute, die Israel angegriffen haben, ob es die Philister waren oder andere, die wurde immer, Gott hat es zugelassen, aber es wurde ganz stark bestraft. Und er hat mir gezeigt, was du diese ganzen Leute wie Israel hassen, auch in Deutschland. Diese Wolke des Hasses, vielleicht kann man es besser verstehen. Diese Wolke des Hasses, nichts anderes ist als ein Geist, der geht in die unsichtbare Welt. In Deutschland haben die meisten Leute Angst. Die größte Angst, die sie haben, ist das Klima. Wir haben eine junge Generation, die glaubt, das sind die Letzten, sie werden sterben beim Klima. Weil dieser Smog, diese Umwelt, diese CO2 und das und jenes, boah, das ist so große Gefahr. Ich sage dir, die haben die Wolke des Hasses nicht erkannt. Die Wolke des Hasses, wie am Hochgehen ist, es ist ein Smog über die Erde. Und diese Wolke des Hasses, wie von so vielen Ländern Leute drin sind, wie hoch geht, wie sogar das Proklamieren, Palästina frei. Das hat der Iran gesagt, Krebsgeschwür, wie weg muss sein. Dieser ganze Hass ist in der unsichtbaren Welt drin, es ist ein Smog. Und der ist viel, viel gefährlicher als jeder CO2. Aber das muss man nur im Geist sehen. Wenn du keine Beziehung mit Gott hast, wenn du keine reale Beziehung hast, verstehst du diese Sache nicht. Dass es eine Gefahr bietet weltweit, weil dieser Hass ist hochgegangen. Diese Dämonen des Hasses sind ernährt worden, die sind da. Und es gibt eine Zeit, wo Gott sagt, ich lege jetzt meine schützende Hand über dieses Land. Und dann wird dieser Dämon des Hasses andere Länder suchen, die Menschen suchen. Und zu Zeit werden sehen, ich sage euch etwas, wir kommen in die Zeit hinein, wo dieser Hass unter Völker, unter Bevölkerung da ist und wo die Leute sich umbringen werden. Nicht vom Verstand kann man es gar nicht verstehen, aber der Hass wird sie treiben. Es gibt Sachen, die man vielleicht gar nicht zurzeit hören, weil die Medien so fokussiert sind auf Ukraine und auf Israel.
was zurzeit im Sudan passiert. Im Sudan werden hunderte Menschen jeden Tag abgeschlachtet. Und viele von denen sind sogar Christen. Wehrlose Leute gehen in die Dörfer und schlachten die ab. Und Tausende sind schon abgeschlachtet worden. Und die Medien, das verkauft sich ja schlecht. Sudan, das interessiert niemand. Aber ich kann das sagen, weltweit gibt es überall furchtbare Sachen, wie am Geschehen sind. Und ich kann das sagen, es wird schlimmer werden, weil diese Wolke des Hasses, die wir freigesetzt haben, in Hiob steht geschrieben, gib Achtung auf deine Gedanken, denn das, was du produzierst, dieser Geist, dieser unreine Geist, den du produzierst, wird Einfluss haben. Und das, was zurzeit geschieht, dieser Hass, wenn ich sehe, wie in Berlin oder in Köln, in anderen Städten, x-tausende Leute dieser Hass rausschreien zu Israel, es geht in die unsichtbare Welt hinein. Und auch Deutschland wird dieser Hass zu spüren bekommen. Er kommt da. Und dieser Hass ist einfach gegen Gott im Grunde genommen und er geht gegen dieses Volk Israel. Und jetzt sind, was machen wir als Christen? Und heute Morgen habe ich so empfangen etwas von Gott. Er hat mir gesagt, dieses Abendmahl hat die Kraft der Proklamation. Und wenn wir diese Kelch nehmen, dann proklamieren wir in der unsichtbaren Welt, dass Jesus auferstanden ist. Steht das in der Bibel drin? Ja, wir proklamieren. Und heute Morgen würde ich gerne ein Abendmahl mit euch feiern. Und wo wir diese Gemeinschaft mit Jesus haben, mit seinem Land. Und dass wir sagen, wir proklamieren. Wir lieben Israel. Wir segnen Israel. Wir proklamieren, dass Israel das Land Gottes ist. Und dieses Land gehört den Juden. Es gehört nicht andere Leute. Es ist im Plan Gottes drin. Und ich glaube, heute Morgen, wenn wir das Abendmahl nehmen, wenn wir das Brot nehmen, ist es Gemeinschaft mit Jesus. Aber wenn wir diese Wein nehmen oder diese Kelch nehmen, dann glaube ich, dass es ein Moment ist, wie du proklamieren darfst. Israel, ich liebe dich. Israel, du bist geliebt von Gott. Die Schutzengel werden über dieses Land kommen. Israel, du hast eine Zukunft. Israel, du wirst siegreich von dem rauskommen. Und eine andere Proklamation, Israel, Gott hat dich nicht vergessen. Es gibt viele gläubige Juden, auch weltweit. Und ich glaube, sind sie verzweifelt. Gott, wo bist du? Und ich glaube, wohl auch in die unsichtbare Welt reinmachen, Gott hat die Juden nicht vergessen und er wird sie schützen. Es ist sein Volk und es ist sein Problem, wenn sie zurückkommen zu Jesus Christus. Aber jetzt, der wie Israel segnet, der wird, wow, kannst du dir das vorstellen? Du nimmst diese Kelch und du segnest Israel und Gott sagt, dich werde ich zurücksegnen. Ist es kein schöner Sonntag? Wir wollen Israel segnen. Wir wollen Zeit haben, um das Abendmahl zu nehmen, wo wir tiefe Gemeinschaft haben mit Gott. Und es geht jetzt nicht um unsere Wehwehchen, es geht jetzt nicht um unsere Familie, sondern es geht um ein Land. Das Land, wie Gott gerufen hat, das Land, wie Gott lieb hat. Und wenn du Gemeinschaft mit Gott hast, wirst du das machen auf ganz natürliche Art und Weise. Die Araber sind aufgezogen worden, ganze Länder, mit diesem automatischen Feindbild Israel und dieser Hass. Und es gibt ein Land, wo ich öfter zu war, und das ist so ganz stark drin, und ein Hass gegen Israel. Und was seltsam ist, komisch ist, ich war in einem Gebiet, wo in Israel, wo er in Algerien, wo Erweckung war, in der Kabylie, wo tausende Leute zum Herrn gekommen sind, war etwas Übernatürliches. Ich habe mit dem Pastor dort gesprochen, er sagte, ich bin da aufgezogen, ich habe auch Israel gehasst, ich habe Begegnung mit Jesus gehabt und sofort ist der Hass weg gewesen und ich habe Liebe für Israel gehabt. Es ist übernatürlich, plötzlich dieser Hass weg und sie liebe Israel. Es hat mich sehr, sehr beeindruckt, durch diese arabische Gemeinde sehen, eine Liebe für Israel haben. Und dann habe ich erlebt, dass ich eine Prophetenschule in Israel gemacht habe und wir haben einen Mann mitgenommen, einen Algerier, hat in Frankreich gewohnt und war gläubig und er wollte nach Israel gehen. Und dann weiß ich noch, er war im Zoll und sie haben ihn festgenommen.
Sie konnte nicht verstehen, das ist Geheimdienst, dass dann ein Algerier kommt nach Israel. Der hat bestimmt Bombe oder etwas hoch. Die waren sicher. Die haben ihn 6 Stunden verhört und ich musste ihn abholen. Und ich musste bestätigen, dass es mein Bruder ist, obwohl ich diesen Mann noch nie gesehen gehabt habe. Und der ist 6 Stunden verhört worden. Und weißt du, wenn du 6 Stunden von 2, 3 Polizisten nonstop verhört wirst, ins Kreuzfeuer, und die waren sehr, das war kein nettes Verhör, sondern es war ziemlich aggressiv, verstehst du? Weil die waren sicher, das ist ein Terrorist. Dann habe ich ihn abgeholt dort, nach 6 Stunden. Ich habe gedacht, der Mann wird jetzt wahrscheinlich too much sein. Wahrscheinlich ist er ein Lock. Weißt du, wenn du 6 Stunden im Kreuzfeuer sitzt, gehe ich hin und er strahlt und sagt, hallo, was ist los? So, ich liebe dieses Land. Ich liebe die Polizei. Darf ich ganz ehrlich sein mit euch? Die Hälfte von euch hätte anders reagiert. Mehr als die Hälfte. Und wahrscheinlich ich auch. Aber dass ein Algerier, wie Jesus angenommen hat, wie geboren ist im Hass gegen Israel, diese Liebe hat nach 6 Stunden, das hat mein Herz total berührt, dachte, okay, da hätte ich wahrscheinlich anders reagiert. Aber das ist Gott. Das ist Gott, das plötzlich in Liebe ist. Und ich glaube auch, dass im Durchschnitt fast alle Christen, wenn sie sich bekehren, haben eine Begegnung mit Jesus, ist plötzlich diese Liebe zu Israel da. Und das bedeutet, wenn Erweckung geschieht, auch in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich, in Europa, in Frankreich, wenn Erweckung geschieht, wird plötzlich eine Liebe zu Israel sein. Eine Liebe da sein. Und ich glaube, wenn dann sehen, dass vielleicht Tausende auf die Straße gehen und für Israel beten. Das ist so prophetisch. Aber heute müssen wir diesen Weg vorbereiten. Dieser Hass gegen Israel wird auch die Erweckung bremsen, wisst ihr das? Es ist etwas da. Gott kann Deutschland nicht segnen. Gott kann Europa nicht segnen, wenn du ein ganz großes Teil von diesem Land gegen Gott und gegen Israel sind. Und da müssen, glaube ich, wir auch aufstehen und sagen, Herr, und wenn wir noch wenige sind, wir wollen für dieses Land da sein. Hast du vom Herzen heute Morgen diese Sehnsucht, in die unsichtbare Welt etwas reinzusprechen? Abendmahl öffnet durch das Blut Jesus die unsichtbare Welt. Wenn wir Abendmahl nur auf diese Ebene unterlassen, es ist nicht schlecht, aber da kommt öfters religiöser Geist rein. Da oben kommt in die unsichtbare Welt kommt der religiöse Geist nicht so hoch. Ich kann euch das beweisen oder erklären. Ist okay? Es gibt so eine Geschichte, wo ein Jagdpilot, die mit dieser MiG oder dieser Flugzeuge fliegen. Die können fliegen mit über 2000 km/h. Hm? Können wir schnell in Urlaub fliegen mit denen. Fliegt weg, startet und vielleicht 2, 3 Minuten geflogen und plötzlich sieht er, dass er hinten im Kopf liegt, eine riesige Ratte drin ist. Ja, er muss jetzt fliegen eine Stunde und er wird jetzt nicht runtergehen, das wäre nicht im Plan drin. Ja, dann soll die Ratte Ratte sein. Und da dreht er sich rum und merkt, dass die Ratte anfängt, Kabel anzufressen. Weißt du, und dieses Flugzeug ist viel, viel Elektronik. Und dann dreht er sich rum und hat etwas in der Hand und macht. Die Ratte guckt ihn an und sie frisst weiter. Und plötzlich hat er Idee. Er nimmt das dann Hebel im Flugzeug und zieht seine Maske an, Sauerstoffmaske, und geht hoch 8.000, 9.000 Meter, wo es keinen Sauerstoff mehr gibt. Und nach 2 Minuten ist die Ratte vom Rücken gelegen und war tot. Es hat eine Bedeutung. Wenn wir immer nur geistlich in der untersten Ebene sind, Abendmahl feiern in der untersten Ebene, da kann öfters ein religiöser Geist reingehen, eine geistliche Ratte. Wenn wir im Geist hochgehen,
Wir gehen in diese Ebene der Prophetie, in diese Proklamation. Und wir nehmen diese Kelch nicht für uns, wir nehmen jetzt diese Kelch für Israel. Und wir haben einen Segen für dieses Land und wir sprechen es in die unsichtbare Welt hinein. Ich sage euch, diese Ratte werden diese Segen nicht fressen. Amen. Wir müssen lernen zu leben im Gebet, im Geist, in allem, in der Predigte auf dieser Ebene oben. Wenn du da oben im Übernatürlichen bist, ist es vielleicht theologisch nicht schön vorbereitet. Aber ich kann das sagen, die religiöse Ratte, die kommen nicht hoch. Und es gibt religiöse Ratte. Und die uns öfters andocken und wir spüren es gar nicht. Wir sind so gewohnt. Ich bin sicher, es gibt viele Gottesdienste, Gemeinde, Versammlungen, wo die religiöse Ratte kommen und mitmachen. Und kein Mensch merkt es im Geist. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auf andere Ebene kommen. Dass wir wie Kinder sind, dass wir anbeten, dass der prophetische Geist willkommen ist, dass das Übernatürliche willkommen ist. Und ich kann auch sagen, die Ratten, die werden weggehen. Ganz kleine Rattengeschichte, noch ist okay. Ich habe eine Frauenkonferenz gemacht, das sind der Taube gewesen. Und es waren 200 Frauen da. Und dann machen wir eine Betung. 1, 2, 3, 4 Lieder. Und ich spürte, es geht nicht auf. Ich spürte, es war eine Bedrückung da. Und ich sagte, Herr, was ist los? Dann sagte er, ja, stimmt schon, richtige Bedrückung, das wird nicht frei. Herr, was soll ich machen? Weißt du, und dann gibt immer der Herr so Idee und du weißt, die kommt nicht von dir. Kommt nicht von dir. Ich wäre da nie drauf gekommen und hätte es wahrscheinlich auch nie gemacht. Aber ich habe gelernt, gehorsam zu sein. Und der Herr sagt, geh vorne zum Lobpreis, das war, glaube ich, die Gisela, Lobpreisleiterin, und sag ihr, sie soll die Ententanz spielen. Da, 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 da. Und ich dachte, jetzt schmeißen sie mich raus. Aber das Gegenteil war, es kam eine Freude. Und die Freudeleute kamen da vorne. Es gab keine Arthrose mehr. Da, 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 da. Eine Riesenfreude. Und plötzlich stoppen wir. Und dann sehe ich etwas. Zwei Frauen stehen auf. Und sie gehen raus und sie schlagen die Tür zu. Aber richtig gewaltig. Und sie haben und Gott hat mir gesagt, das sind die zwei Ratte. Weißt du, nicht die Menschen, sondern dieser Geist, wie drin ist. Und ich habe die Frau gekannt und ich wusste, das sind gläubige Frauen. Aber die Ratte, der religiöse Ratte, war drin. Und wie wir diesen Endetanz gemacht haben, auf Gehorsam zum Heiligen Geist, verstehst du, ist eine Ebene höher gegangen. Man hätte könnte 20, 30 Lieder singen. Es wäre nicht gegangen. Wir müssen lernen, unseren Geist erheben. Eine Frau von unserer Gemeinde, die Satanistin war, sogar die Frau vom Hohepriester, hat sich bekehrt. Und ihr gewusst hat mir Gott, du wirst ein Zelt machen in der Mitte von der Stadt Mannheim und du wirst evangelisieren. Und dann haben die Satanisten mir eine Botschaft schicken lassen, wenn du das machst, werden sie mich umbringen. Ja, natürlich haben wir das trotzdem gemacht, 4 Abende. Und dann der erste Abend waren draußen so 20, 25 Autos. Die waren nicht mal von Mannheim, aber öfters Berlin, Hamburg. Und in jedem Auto saßen 3 bis 4 Männer, junge Männer meistens, schwarz angezogen. Und die haben gebetet gegen diese Evangelisation. Das hat mich nicht gestört, wir sind reingegangen, waren Lobpreis und waren Anbetung. Und dasselbe, der Himmel geht nicht auf. Ich singe 3 Lieder und ich spüre eine Bedrückung im Zelt drin. Und ich sagte, Gott, was soll ich machen? Und Gott sagt, nimm alle Männer vom Raum, stellt sie hinter dir, so 3er- oder 4er-Reihe, nimm die Gitarre
und jetzt lauf um den Platz rum, da wo die ganzen Satanisten sind, lauf rum und sing das Lied Majestät. Dann habe ich die Gitarre genommen, habe das Lied gesungen, ich bin so froh, es waren bestimmt 70 Männer da, die haben sich hinter den Drang gestellt, Majestät, Herrliche, wir sind da rumgelaufen um diese Ding. Es hat kein, weiß nicht, 2 Minuten gedauert, sind 20, 25 Auto, Motorrad abgehauen. Wir gingen ins Zelt rein und die Gegenwart Gottes fiel. Die Ratten sind weggegangen. Gott hat immer eine Antwort, ein prophetisches Wort. Und wenn wir das nehmen, dann gehen wir von dieser untersten Ebene christlich sein in diese Ebene des Übernatürlichen. Und das ist die Ebene, wo die Ratten weggehen. Wo die Ratten weggehen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir lernen müssen. Heute Morgen werden wir Abendmahl feiern. Nicht traditionell wie immer, sondern wir werden dieses Abendmahl feiern mit einem prophetischen Geist. Und vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, ich habe noch nie prophezeit. Es ist der beste Moment heute Morgen. Es ist der beste Moment heute Morgen, wo du diese Kelch nimmst oder deinen Becher nimmst und fangst zu prophezeien über Israel. Israel, du wirst so gesegnet werden. Die Welt wird erkennen, dass Gott mit dir ist. Israel, du bist von Gott so geliebt. Empfange einfach etwas im Herzen für dieses Land. Auch, dass du eine Liebe für dieses Land bekommst und du machst eine prophetische Handlung für Israel. Und du wirst sehen, dass der Segen Gottes, wie du aussprichst über dieses Land, wird zurückkommen über dich und über deine ganze Familie. Du sollst es nicht machen, um gesegnet zu werden, sondern die Priorität sollst du es machen in die unsichtbare Welt, da wo die Wolke des Hasses ist, diese Wolke des Flures ist, auch über unserem Land Deutschland oder die Schweiz oder Österreich oder Frankreich. Diese Wolke ist da. Und weißt du was, heute Morgen, wenn wir ein Stück die Wolke vertreiben, dass Gott sieht, es gibt Leute in diesem Land drin, die sind für Israel. Die beten für den Plan Gottes. In Jesu Namen. Vielleicht könnte man das nach vorne bringen. Ich möchte im Moment, dass du ganz allein jetzt in der Gegenwart Gottes bleibst. Ich möchte, dass Gott dir sein Wunsch für dieses Land in das Herz legt. Ein Satz, so wenn es nur ist, Gott, du liebst dieses Land. Oder dass Gott dir einen Satz gibt, ein Satz. Kein langes Gebet, ein Satz, wie du nicht betest, sondern in der unsichtbaren Welt proklamierst. Die Bibel sagt, wir proklamieren, wir verkündigen Jesus, das Reich Gottes, wenn wir diese Kelch nehmen. Heute Morgen, glaube ich, wenn du dieses Kelch oder wenn du einen Becher nimmst und erhebst diesen Wein so über deinen Kopf, dass dieser Wein in die obere Ebene reingeht. Diese prophetische Ebene. Dass du von diesem Alltag weggehst und dass du etwas proklamierst heute Morgen. Dass du heute Morgen prophetische Worte, den Wille Gottes proklamierst in der unsichtbaren Welt. Für Israel. Für das Volk Gottes. Für alle anderen Juden auf der Welt. Dass Gott sie lieb hat. Und dass wir sie unterstützen, dass wir sie segnen. In Jesu Namen. Israel, Volk Gottes, ich liebe dich. Und ich möchte alles geben für dich. Alles. Amen. Ich segne heute Morgen dieser Wein prophetisch. Er soll geweiht sein. Für Israel. Danke.
Danke, Jesus. Heute Morgen, wenn wir Zeit der Anbetung haben, mache es nicht im Stress, sondern mache es, geht vor und nimmt. Kann schon 2-3 Meter weggehen, dann von diesem Tisch, um diese Proklamation zu machen. Es ist genug da für alle. Gott segne euch. Bist nur du, ich erhebe dich, ja.
Frieden, Frieden, Frieden für die
Wir segnen dich, Israel. Wir segnen dich, Israel. Wir segnen dich, Israel. Wir segnen dich, dich, Israel. Wir segnen dich, Israel. Wir segnen dich, Israel. Wir segnen dich, Israel. Wir segnen dich, dich, Israel.